Während die Bundesliga noch mitten in der Vorbereitung steckt, legt die Premier League bereits an diesem Wochenende wieder los. Nach der Auftaktpartie von Manchester United gegen Leicester City nehmen am Samstag, ab 13.30 Uhr im Live-Ticker, die nächsten Mannschaften den Spielbetrieb auf. Highlight aus deutscher Sicht ist das London-Duell zwischen Aufsteiger Fulham und Crystal Palace, bei dem es zum Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Nationalspieler André Schürrle und Max Meyer kommen wird. Deutsches Duell in London. Im Westen Londons kommt es ab 16 Uhr zum Derby zwischen dem FC Fulham und Crystal Palace, im Live-Ticker. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem Duell der beiden Deutschen André Schürrle und Max Meyer. Die Premier League live auf DAZN, jetzt gratis Monat starten. Während der Weltmeister, der zuletzt mit einem Interview für Wirbel sorgte, leihweise für 2 Jahre im Craven Cottage auf Tourejagd gehen wird, wechselte der ehemalige Schalker nach langem Hin und Her für 3 Jahre nach Südlondon. Nach 4 Jahren in der zweiten Liga gelang Fulham in der letzten Saison der lang ersehnte Aufstieg. Vor über 90.000 Zuschauern im Wembley-Stadion avancierte Tom Kalnay im Playoff-Finale gegen Aston Villa zum Held. Ganz so viele Zuschauer werden bei der Premier League-Rückkehr allerdings nicht im Stadion sein. Die Heimspielstätte Fulhams bietet lediglich Platz für 25.700 Zuschauer, ist aber dennoch bekannt für seine hervorragende Stimmung bekannt. Die weiteren Samstagspiele im Überblick: AFC Bournemouth, Cardiff City, ab 16 Uhr im Live-Ticker, Huddersfield Town, FC Chelsea, ab 16 Uhr im Live-Ticker, FC Watford, Brighton und Hove Albion, ab 16 Uhr im Live-Ticker, Wolverhampton Wanderers, FC Everton, ab 18.00 Uhr.